Mein Gott, seid ihr schnell. Das gibt es ja gar nicht. Ich habe es gar nicht geschafft, aufzustehen. Da gingen also schon wirklich die ersten Kommentare los und ihr wolltet alle den Zwerchfadenfisch sehen. Da habe ich gedacht, da bleibe ich mal die Woche hier ganz stille sitzen, warte, bis ihr wieder da seid und dann erzähle ich euch was über den Zwerchfadenfisch. Alle, die mich besuchen kamen die Woche, die hier durch den Laden gegangen sind, konnten mich da sehen. Ich saß hier eine Woche hier auf dem Sessel, mich viel unterhalten. Wir haben uns dann natürlich über Fische unterhalten. Worüber denn sonst? Denn wir Aquarianer, was gucken wir was anderes als Fische? Oder gibt es von euch wirklich noch einen, der zu Hause einen Fernseher hat und abends Fernsehen guckt? Den möchte ich mal sehen. Also die zwei, ihr könnt euch auch ruhig mal namentlich nennen, die dann noch Fernsehen gucken. Das hier ist da wohl wirklich spannender, oder? Wenn ihr mal nach Indien kommt und mal im Gangestal, im Ganges selber mal baden geht, was ja ganz viele Menschen machen, das sind ja kultische Handlungen, da drin zu baden. Obwohl manchmal, wenn man das so sieht, weiß man gar nicht, ob man da wirklich rein will. Denn so richtig sauber ist dieser Fluss ja nicht. Trotzdem, wenn mal keiner da ist und man steht da direkt am Ufer und dann sieht man doch überall Fische, dann fragt man sich ja, wie konnten denn die Fische die Zeit, wo da noch so viele Menschen gebadet haben, da drin überleben? Da kann ja gar nicht mehr viel Sauerstoff in dem Wasser sein. Ist das okay oder ist das nicht okay oder quälen die sich? Man würde ja vermuten, bei den hohen Temperaturen, die da teilweise herrschen, dass da gar kein Fisch mehr überleben kann. Wenn man aber dann mal ganz nah rangeht oder womöglich einen fängt, dann sieht man, überwiegend leben dort Labyrinther. Labyrinther, das sind Fische, die können Sauerstoff von der Oberfläche, von der atmosphärischen Luft direkt einatmen, entziehen also nicht über Kiemen den Sauerstoff, sondern das auch, aber zusätzlich auch an der Oberfläche atmen. Das heißt also, selbst im Aquarium, was gut und sauerstoffreich ist, wenn man dies ganz abdecken und eine Scheibe auf die Wasseroberflächen legen würde, obwohl genügend Sauerstoff im Wasser ist, aber wenn der Fisch keinen Zugriff hat zur Oberfläche, würde er unter Wasser, im sauerstoffreichen Wasser, ersticken. Dies mussten sich einfach einige Fische, eine Fischgruppe, die Gruppe der Labyrinther, die eben dieses Atemorgan haben, um direkt Sauerstoff der atmosphärischen Luft zu entnehmen, mussten sich das angewöhnen, um in Gegenden, in Gewässern zu überleben, die vielleicht stehen, wo vielleicht die Sonne sehr prall reinscheint, die zu warm sind, dass fast kein Sauerstoff mehr drin ist. Oder womöglich in der Neuzeit solche Verunreinigungen sind, die den Sauerstoff aus dem Wasser gezerrt haben, um dort zu überleben. Und in solchen Gewässern findet man eigentlich nur Labyrinthfische, die dort wirklich leben können und auch noch einen guten Eindruck machen. Und dass diese Labyrinther, wie zum Beispiel der Zwerchfadenfisch, wo wir jetzt gerade drüber reden, auch noch eine andere Art sich angewöhnen mussten, um die Jungtiere überleben zu lassen. Ist ja klar, die Natur versucht sich immer selbst zu helfen. Also man kommt auf Ideen und findet Möglichkeiten und Tricks, damit auch die Brut überlebt, damit die nächste Generation auch noch in sauerstoffarmem Wasser überlebt. Und der Trick bei den Labyrinthern ist fast immer das Schaumnest. Der Zwerchfadenfisch macht das auch sehr interessant. Der ist da vielleicht nicht der intensivste Schaumnestbauer, aber er geht gerne dann an der Oberfläche, wo ein paar Schwimmpflanzen sind, wo das Wasser ganz ruhig ist und das Männchen fängt dann an, ein Schaumnest zu bauen. Muss man sich einfach vorstellen, er nimmt einfach eine Luftblase, macht da quasi so ein bisschen Spucke drum und spuckt die dann anschließend aus und dann diese Luftblase ist dann wie so ein kleiner Luftballon, der einfach bis zur Oberfläche treibt. Manchmal geht er auch dann daneben, hängt dann nicht mehr unter Pflanze, dann fängt er die Blase wieder ein, spuckt die dann wieder einfach unter die Oberfläche und dann hängt oben so ein ganz klein wenig Schaum. Wenn ihr mal ein Labyrinther im Aquarium habt, dann werdet ihr feststellen, wenn die Paare schon anfangen zu balzen, dann sondert sich oft ein Männchen ab und spuckt immer Luftblasen oben. Bei stark durchströmter Oberfläche wird das nichts, seht ihr auch nicht viel, außer mal eine Blase hochsteigen. Aber wenn ihr so wie hier im Aquarium ruhige Ecken habt, dann kommt irgendwann mal so ein ganzes Schaumnest. Wenn die jetzt Eier legen, das Bärchen, dafür umschlingen die sich ganz eng. Dann werden die Eier gelegt, die Eier werden befruchtet beim Umschlingen
Und anschließend steigen diese Eier auch nach oben. Die schwimmen, anders wie bei anderen Freilaichern zum Beispiel, die nach unten fallen, um sich schnell im Kies oder in Pflanzen zu verstecken. Da gehen mal welche daneben und das Männchen sammelt die ein und spuckt die dann wieder in diesen Schaum. Der Schaum ist natürlich voll geballter Luft. Und wenn die Eier dann an dieser Schaum, jedes kleine Ei an einem Luftbläschen, und an diesem Luftbläschen hängen zig Eier, hunderte Junge können die kriegen. Und da passt das Männchen dann auf nach dem Eiablagen und bewacht die, damit wenn mal wirklich Eier runterfallen, abgetrieben werden, sammelt die ein und befächelt das auch das Ganze, dass wenigstens ein bisschen Restluft, Restsauerstoff aus dem Wasser daran vorbeigetrieben werden. Und da drin entwickelt sich die Brut. 2-3 Tage schlüpfen die, weitere 2-3 Tage schwimmen die und ernähren sich eben von allem, was im Umkreis des Nestes ist, und schwimmen natürlich von Tag zu Tag weiter. Und nach kurzer Zeit hat sich die ganze Gruppe verflüchtigt und jeder hat sein eigenes Reich gefunden. Haltungscheck. Unser Zwerchfadenfisch, der ist also nicht nur farbenprächtig, sondern eben mit seinen 5 cm einer der kleineren Arten. Es gibt noch kleinere, aber von den kleinen Arten ist er mit Sicherheit der bunteste. Er braucht eben nur, weil er nicht so viel Bewegungsfreiheit braucht, wir sehen ja, es steht mal still im Aquarium, nur ein 54-Liter Aquarium. Am besten auf Dauerhaltung, paarweise Haltung. Das Alter erreicht er von 3 bis 4 Jahren, denke ich mal, ist auch ein schönes Alter. Schön züchten, dass es sich lohnt, eine Brut aufzuziehen, sollten die Tiere schon 1 Jahr alt sein. An Futter geht er an alles, aber ein Allesfresser heißt genau das Gleiche. Nicht nur die Dose aufmachen, ein paar Flocken reinschmeißen, sondern bitte schön abwechslungsreich füttern. Ein gesund ernährter, abwechslungsreich ernährter Fisch zeigt so viel mehr Farbe, das ist auf alle Fälle den Einsatz wert. Der kommt aus Indien, also aus einem wärmeren Gebiet. Das heißt, 22 bis 27 Grad ist da normal. pH-Wert so plus minus 7. Die Härte nicht zu weich, nicht extrem weiches Wasser, irgendwas zwischen 5 und 15. Die kleine Besonderheit, was viele nicht wissen, die Barteln unten am Fisch sind ein Zwischending zwischen Tastorganen, um zu fühlen, wo sie sind, gleichzeitig aber auch ein Geschmacksorgan, wo sie schmecken, wo sie sich gerade bewegen. Lohnt es sich, den Kopf runter zu tun, um was zu fressen? Oder ist das nur gerade mein Abstandhalter und ich schwimme langsam weiter, um leckeres Futter zu finden? Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir mal so kleine Fischgruppen zusammensetzen? Ich mache euch natürlich auch gerne Weiterfilme über jede einzelne Art. Wäre aber mal so ein Denkanstoß, wenn die Fischarten sich kaum voneinander unterscheiden. Also hier, der Zwerch ist natürlich spannend, weil der eben viel kleiner ist und in kleinen Aquarien zu halten ist, ist ja schon interessant. Das heißt, der Fisch braucht gar nicht die Bewegungsfreiheit, weil er ist auch, wie wir ja auch hier immer im Film sehen, ein sehr langsamer, ruhiger, ausgeglichener Schwimmer. Keiner, der Strecke macht, so wie irgendwelche schnellen Danio-Arten oder wer auch immer aktiv und schnell unterwegs ist. Also ihr könnt entscheiden, ihr schreibt mir das wie immer unten in eure Kommentare. Ich antworte euch auch darauf. Oder ich hatte auch schon mal öfter so eine Anfrage gehabt, hör mal Norbert, wir kommen an dem und dem Tag in deinen Laden, bist du dann da, können wir uns treffen. Einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, hey Norbert, ich bin am Samstag da, bist du auch Samstag da, können wir uns irgendwann treffen, um wie viel Uhr können wir dich treffen? Ich schreibe also binnen eines Tages, schreibe ich euch rauf, ja, ich bin da oder nee, sorry, hast du Pech gehabt. Und dann können wir uns hier gerne treffen. Du kannst immer deine Fragen stellen, die du hast. Ich habe im Allgemeinen immer ein bisschen Zeit für euch, denn ich freue mich auf meinen Besuch. Und dann sehen wir uns entweder beim nächsten Film nächste Tage oder wir treffen uns mal hier und quatschen einfach. Ist das okay? Dann sehen wir uns.